Kutan Immobilien, wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Herzlich willkommen, wir begrüßen Sie aus Mutterstadt. Hier wurde eine Sandsteinstele als Spende der Landfrauen feierlich an die Gemeinde übergeben. Zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger waren neben Bürgermeister Hans-Dieter Schneider ans Rathaus gekommen, um das Kunstwerk zu begutachten. Von der Idee bis zur Übergabe verging fast ein ganzes Jahr. Ute Kresch, Vorsitzende und Teamsprecherin der Landfrauen Mutterstadt, erläuterte gegenüber mrnnews.de, welche Intention sich hinter der Spende verbarg. Also eigentlich spenden wir immer für einen guten Zweck, und weil ja dieses Jahr die 1250-Jahr-Feier in Mutterstadt stattfindet, haben wir gedacht, das wäre eine schöne Idee, uns mit so einer Stele hier zu beteiligen. Die Stele soll nicht nur das Ortsbild Mutterstadts verschönern, sondern weiterhin die Vielfalt und Offenheit der Landfrauen widerspiegeln. Das verarbeitete Material stammt aus dem Pfälzer Wald. Also ich finde es ganz toll, dass die Landfrauen sich so identifizieren mit ihrer Gemeinde. Ich meine, sie haben ja auch ordentlich Geld ausgegeben. Und das ist einfach ein weiterer Beweis, wie sehr sich die Mutterstädter Bürgerinnen und Bürger mit der Sanierung des Ortskerns identifizieren. Auch die Position in der Oggersheimer Straße direkt vor dem Rathaus wurde nicht zufällig gewählt. Früher standen hier Bauernhöfe, womit auch auf die Tradition der Gemeinde verwiesen wird. Also ich hatte am Anfang überhaupt keine Vorgaben, habe mich halt informiert erstmal, was die Landfrauen, ihre Geschichte, ihr Werdegang ist, und habe dann angefangen, Entwürfe zu machen und habe diese dann vorgestellt, und dann hat ihnen von Anfang an eigentlich auch der erste gefallen. Die haben ja angefangen, auch praktisch nebenher Dinge zu verkaufen, selbstgebundene Ehrenkränze, damit fing es eigentlich an, ne? Das erfährt man eigentlich erst, wenn man sich ein bisschen über sie informiert. Am Anfang denkt man, ja, Landfrauen, das sind ganz tolle Kuchenbäckerinnen, aber da steckt halt noch viel, viel mehr hinten dran. Ich selbst komme aus Deidesheim, das ist ähnlich wie Mutterstadt, ein sehr traditionsreicher Ort. Und ich finde es schön, dass gerade hier in der Vorderpfalz Traditionen auch gepflegt werden. Und da können die Landfrauen einfach dazu.